Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich für Kinderschuhe interessieren. Ich habe mir zur Präsentation unserer wunderbaren Winterschuhe mal eine ganz besondere Location ausgedacht oder gesucht, sagen wir mal so, weil es ist ja nun, wir haben es Ende des Monats. Das heißt also, der Winter steht also kurz bevor. Und die vielen Kunden, die schon die Chance bei uns im Schuhvidu genutzt haben, werden es schon zu schätzen wissen. Die haben sich also schon ihren Winterlieblingsschuh gesichert. Und für alle, die noch so in den Startlöchern stehen und einfach mal noch abwarten vielleicht, gebe ich einfach jetzt ein paar kleine Appetitshäppchen in Form unserer neuesten Winterschuhe dazu. Da würde ich ganz gerne mal euch zeigen, und zwar, wir müssen ja Corona-bedingt auf diverse Lieferungen von einigen Lieferanten verzichten. Das heißt also, das, was ich im Frühjahr eigentlich eingekauft habe, mengenmäßig her, werde ich letztendlich nicht bekommen. Corona-Auswirkungen machen sich jetzt überall breit, auch bei uns. Es wäre ja auch sonst, ich sage mal, ein Unding, wenn es an dieser Branche vorbeigehen würde. Dadurch, dass ja die Produktionsstätten ja doch nicht immer in Deutschland sind, sondern, ich sage mal, über den Globus weltweit verteilt sind. Aber dadurch, dass wir auf diverse Modelle verzichten müssen, hat sich natürlich auch ein Lieferant was ganz Besonderes ausgedacht. Und ich sage mal, da spreche ich jetzt besonders die Eltern der coolen Kids jetzt mal an, ja, die also nicht diesen Stino Snowboot haben wollen, sondern ich sage jetzt mal hier zum Beispiel, schaut doch mal, ein wunderbarer, wasserdichter Schuh, ich sage mal so im Turnschuh-Design, trotzdem richtig warm abgefüttert. Also ich habe hier wirklich richtig schönes warmes Teddyfutter drin. Dann mit dem super coolen Verschluss, Drehverschluss hier, der eigentlich auch unkaputtbar ist. Ich sage es mal so, es gibt natürlich Kinder, die kriegen auch sowas klimperklar. Aber ich sage mal, auch hier halten sich die Reklamationen weitaus im Grenzen und sie sind weniger anfälliger, als man vielleicht denken würde. Aber hier hat Lurch hier zum Beispiel eine wunderschöne Kollektion geschaffen. Und hier verweise ich jetzt mal hier rüber auf meine linke Seite. Weil ich sag mal, da seht ihr schon, wir haben es also leicht angefüttert, wir haben es richtig warm und wir haben auch mal für unseren kleinen Girlies, die es immer besonders glitzerig haben wollen, auch noch mal ganz ausgefeilt in diesem Style mit da. Ein bisschen Docker-Style, ein bisschen grob, aber trotzdem Shishi. Also ich sag mal, wir können da wirklich verschiedene Stilrichtungen bei den Kindern bedienen und auch natürlich auf die Wünsche mit eingehen. Ansonsten, wer es natürlich kennt, sage ich mal, unsere Klassiker von Däumling, unsere wunderbaren Modelle von Frodo. Frodo wieder wunderbares Wollfutter oder alternativ hier unsere kleinen wunderbaren, ich gebe mal hier rüber, unsere kleinen wunderbaren Modelle mit Lammfell. Wer es letztens schon in meinem Video mit gesehen hat, weiß ja auch, mit Lammfell kann man nichts verkehrt machen. Kann ich also schon um die Temperaturen um 11, 12, 13, 14 Grad anziehen. Passiert mit Schwitzefüßen überhaupt nichts. Ja? Und wie ihr seht, wir haben eine wunderbare Farbpalette, wo ich sage, da bleiben eigentlich kaum Wünsche offen. Angefangen vom heißgeliebten und sehr stark nachgefragten Naturleder oder Cognacfarben. Haben sie nicht was Neutrales? Klar, haben wir. Allerdings muss ich auch wieder hier sagen, die Stückzahlen sind begrenzt. Wir werden sehen, was wir machen können, ob wir noch irgendwelche Nachlieferungen bekommen können. Aber wie heißt es schön, irgendwann ist auch dort mal das Lager leer. So, auch hier sei noch mal zu verweisen auf die Barfußmodelle zum Beispiel von Buntgard. Ja, also auch eine absolute Nullsohle, wasserdichte Ausführung, Wollfilz in zwei wunderbaren schlichten Farben, ohne Schnickschnack, ohne Tamtam, aber auch hier wieder mit einer schönen weichen Sohle. Wer es mag und wem es gefällt, es ist ein wunderbarer Schuh, muss ich wirklich sagen. Und zum guter Letzt noch für unsere kleinen breitfüßigen Kinder. Auch die sollen ja im Winter schön trocken durch die Zeit kommen. Da gibt es wieder von QL verschiedene Modelle. Das sind erstmal die beiden, die ich jetzt zeigen kann. Tata, Ton in Ton. Wo ist der Schuh? Wo ist das Suchbild? Findet den Schuh bei der Frau Nowak. Ja, also wir haben wunderschönes Gelb, sonniges Gelb für diese etwas trübe Jahreszeit, was der Tag heute mal
nicht so ist, aber das ist eigentlich auch die Ausnahme der letzten Tage. So, und dann eine wunderschöne Aubergine für unsere Mädels. Weitere Modelle von Coel sollen sogar noch bis Größe 38, 39, 40 im mehr oder weniger Skater-Schuh-Design noch kommen. Also, wie ihr seht, wartet nicht allzu lange. Der November ist da. Es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Und ich hoffe doch, dass diese Farbpalette euch ein bisschen Appetit gemacht hat. Wir freuen uns auf euer Kommen und ich würde mal sagen, dann auf bald.